So. Hallöchen. Ja. Ich habe gestern mal den PC komplett zurückgesetzt, da ich vermutlich mal ein Virus drauf hatte. Horizon lädt gerade runter und dann geht es da auch weiter. Das habe ich jetzt schon mal runtergeladen, um die Wartezeit ein bisschen zu überbrücken eigentlich. Ihr seht es hier, Supermarkt Simulator, Early Access. Ja, was ist die Aufgabe? Richtig, wir bauen uns einen eigenen Realmarkt. Ja, hier, das kommt nichts noch rein. Moving System, Door Interactions, ein detailliertes Settings Menü, weil wenn wir jetzt auf Settings gehen, wir haben nicht viel zum Einstellen. Ja, wir können hier Auflösung, Leech, Vollbild, Grafik, ich habe hier natürlich ein WQ, Riesenmonitor, für Call of Duty episch, Cleaning, oh Cleaning, das ist jetzt neu hinzugekommen, stand letztens noch nicht drin, Kostüm, More Directions, oh Self-Checkout-Counters, geil. Shopfilter, Security Guards, City TVs, Anti-Theft Doors, Expiration Dates of Same Items, Online Orders and Delivery around the City, Bigger City to Travel and Deliver Around. Oh, da kommt ja noch vieles hinzu, ne? Wikis und Freeds. Ja. Nichtsdestotrotz, wir spielen ein neues Spiel. Willkommen im Supermarkt Simulator. Du fängst mit einem kleinen Laden an und entwickelst dich zu einem großartigen Supermarkt. Kaufe zunächst Waren ein, die du verkaufen willst und stelle sie in Regale. Vergiss nicht, die Preise mit Gewinn festzusetzen, um einen Bankrott zu vermeiden. Viel Spaß, danke. So, here we go, das ist unser kleiner Supermarkt. Wir machen erstmal hier die Lichter an. So, was wollen wir denn haben? 2 Minuten ist ganz gut. Das ist ganz gut. Oh. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch 2x Mehl mit. Na, machen wir so. So. Hier türmt sich das. Mehl packen wir hier hin. Nicht wundern, wenn ihr das Spiel auch spielen solltet und bei mir steht der Preis direkt schon dran. Ich habe ein paar Mods installiert. Ja, es gibt Mods für dieses Spiel bei Nexus Mods. Einfach runterladen, gibt es auch Videos, wie man das macht. Und zwar anderem, wir spielen hier mit Euro. Wir haben Euro-Banknoten drin. Die spielen die Sachen an und wir können zum Beispiel nachher hingehen mit einem Handscanner, den wir virtuell haben, müssen wir Shift und den Mausrad drücken, hier auf das Bildchen klicken und dann werden die direkt hinzugefügt. Ist am Anfang vielleicht noch nicht so wichtig, aber wenn der Laden größer wird, dann ist es eigentlich schon experimentell wichtig. Nudeln braucht man immer viel, weil die gehen wirklich weg wie Schmitz Katze. Eine Toastbrot. Das ist auch immer der Renner eigentlich. So. So, ne? Ja, die Preise sind alles drin. 73. Ist jetzt Tutorial, deswegen muss man es machen. So. Ekel, also ich habe rausgefunden, wenn hier der Marktpreis 3,96 steht, die können so 40 bis 60 Cent höher gehen, die zahlen da trotzdem. Ist ganz angenehm, am Anfang, man muss Gewinn scheffeln. Wir machen mal den Laden hier ab. Und gehen ran. Und da kommt auch schon der Kunde. Guten Morgen. Ah, erstmal. Mehl, Toastbrot und Mehl gibt es heute Abend. So, Kasse.
Einmal zack, zack, scannen. Jetzt gibt sie unser Geld. Hier sehen wir deutsche Banknoten, Euronoten. Gut, ein Euroschein ist in Grün, ist halt eigentlich der 100-Euro-Schein, aber in dem Fall ist es jetzt hier der 1-Euro-Schein. Ja, und ihr seht, wenn man Pech hat, kann man ordentlich zurückgeben. In dem Fall 91 Euro. Gute Dame. Nee, das ist nicht gut hier. Und mit der Leertaste einfach betätigen. So, der gibt die Barclays-Karte, ne, 3,50 Euro. Könnt ihr auch eingeben, anklicken, dann mit dem Numpad Sache eingeben und also zack, ist hier rein, dann draufklicken und dann gibt ihr einen 3.50. Könnt ihr am Gerät machen oder an der Tastatur. Ich mache Tastatur und mit Enter einfach bestätigen. Geht schneller. Kollege, der Laden gerade ist aufgemacht. Wir haben nicht so viel Wechselgeld. Ja. Einzelhandel, ich muss bestimmt stressig sein. Ja, bestimmt. Also Einzelhandel glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob mir das Spaß machen würde auf Dauer. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt noch nie probiert, außer jetzt hier. Zack. Ciao. Oh. Guten Abend, Tag, gnädige Dame. Was? Einmal 8,11 Euro, bitte. Mit Karte. Jawohl. Und die Sache, Toastbrot und Nudeln. Das gibt ein Nudeltoastbrot hier. So, 7,90 Euro der Herr. Dankeschön. Schönen Tag noch. Könnt ihr machen mit Kostümers und Banknoten und ach, es gibt alle möglichen Mods mittlerweile. So. So, und wir haben den Tanz gelernt. Ja, ich zeige euch das mal. Jetzt gehen wir zum Beispiel hier hin, drücken die Shift. Das und da steht da oben scannen einen Floor und habt ihr sie direkt hier im Einkaufswagen drin. Ist jetzt noch übersichtlich der Laden, aber wenn der Laden größer wird, ja, dauert es länger. 2,10 Euro. Bitteschön. Tschüss. Erstmal 29. Also die Ziele sind am Anfang noch leicht. Es wird aber ratzfatz schwerer. Und das Schlimme ist dieser Grind nachher im Hintergrund. Ist so teuer für dich? Ja, komm morgen wieder. Der Preis passt sich dann an. Die kaufen da trotzdem eh blöd, ihr seht's ja. Ey, müsst es am Anfang. Mein Tipp ist, macht es am Anfang. Auch wenn es teurer ist für Kunden. Hat einfach den Grund, die kaufen sowieso letztendlich. Aber ihr macht mehr Gewinn. Und ihr braucht dieses Geld. Ihr müsst gleich nichts, wenn die 25 Kunden abkassiert haben, sagt das Spiel, kauft eine Lizenz. Die Lizenz kostet ja 300 Euro. Dann brauchst du noch ein Regal, das sind auch nochmal 200 Euro. Machst du 500 Euro, kostet dich insgesamt Lizenz und Regal fürs Sortiment. Ihr braucht da jeden Cent, ey. 8,11 Euro. Ihr könnt natürlich auch einen Kredit aufnehmen. Ich glaube, da kommst du eigentlich fast schon gar nicht mehr drum herum. Ja, wenn ihr zu viel ausgegeben habt, dann einfach draufdrücken, linke Maustaste und es geht wieder zurück. Wir wollen ja nicht zu viel rausgeben. Ah, passiert im Eifer des Gefechtes schon mal. Brotos haben wir noch. Ich kaufe bitte einen Laden, lage hier alles im Laden drin, ist egal. So, 79 Cent, die gute Dame kriegt sie zurück. Tschüss, Bernie. Nur das Brot der Herr. Oh.
und perfekt gezahlt. Sie sind ein guter Herr. Wir füllen direkt mal auf. Ja, ja, ist okay. Es gibt jetzt eine Runde Schokopick. Die kostet 6,60 Euro. Ja, für Kallax. Wir haben Inflation, ja. Das muss man bedenken. Wir können uns darauf berufen, dass wir gerade eigentlich Inflationspreise haben. Ja. Corona-Krise, Ukraine-Krieg. Alles ist teurer geworden, auch hier bei uns. 93 Euro wäre... Könnt ihr nicht mal passend zahlen? Das ist schön. Zack, zack, zack. Tschüss. Ich sehe, wir müssen fast wieder Nudeln nachkaufen. Das ist nicht teuer. Wir haben Wirtschaftskrise. Ja, egal. Die kaufen wir trotzdem. Kennt ihr? Zweimal rechts. Zack, zack. Macht 13,20 Euro. Sind doch an. Ja, machen wir gleich nochmal. 7,42 Euro. Wenn das kommt, manchmal zack, zack, einmal an- und ausmachen, dann habt ihr da abgehakt. So. Guten Abend, der Herr. Feierabend gemacht. Jetzt noch schnell noch ein Einkaufen. Gibt heute Abend zweimal Mehl. So. Boah, ich bin froh, dass das Wechselgeld nicht der geht hier. Das nicht mehr angenehm. So, unser Laden hat immer von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr abends geöffnet. Erkennt ihr, bis gleich 9 Uhr kommt Tagband. Wahrscheinlich, wenn der Kunde raus ist. Ja, den machen wir natürlich noch durch. Guckt, da steht jetzt, drücke Enter, um den Tag zu beenden. Ja, gleich, aber hier wird erstmal noch ordentlich verkauft. 4 Euro wieder zurück. 3,71 macht das? Ja, nicht 371. Und wir beenden den ersten Tag im Supermarkt. 119 Supermarktpunkte und ein Gewinn von 63. So. Tägliche Einnahmen. Du erhältst ab heute tägliche Rechnungen. Stelle sicher, dass du diese Rechnung über deinen Computer bezahlst, bevor dein Fälligkeitsdatum. Ansonsten werden diese automatisch bezahlt. Je mehr elektronische Geräte, desto teurer die Rechnungen. Alles klar. Also wenn ihr Regale baut, 1000 Stück ist egal, wird nicht teurer. Wenn ihr aber Kühlschrank gebraucht und Gefrierboxen, die kommen später, dann wird es teuer. Und wir gucken einfach mal, was wir so machen können. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen was. So, wir haben hier Lizenzen. Ja, ihr seht, hier brauchen wir Supermarkt Level 3, kostet 200 Tacken. Gibt es Wasser, Käse, Kaffee, Eier, Bier, Milch, Eier 6er, 8er Pack und schwarzer D. Dann kostet die nächste schon 4 Euro mit Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Ramatti-Eis, aber Basmati-Reis, Salz. Orangensaft, und es geht hier wirklich bis nach hier unten. Ihr seht, hier Produktlizenz kostet 65.000 Euro. Da gibt es Bier, blondes Ale, 6 Stück, Bier, blondes Ale, Fass, Whisky, Wein, Kuchen, Schokoladen, Zucker, Joghurt. Es gibt alles. Ja. Hier sehen wir die Rechnungen, die kommen dann ab morgen rein. Hier können wir wachsen. Ihr seht, wir können den Laden ordentlich erweitern. Also, ihr seht, wir sind gerade Supermarkt Level 2 und wir brauchen zum Beispiel für diese Ausbaustufe ein benötigtes Supermarkt Level 99. Und erstmal das hier. Ja, der Grind lässt grüßen. Das Gute ist, wir können Kassierer einstellen ab Supermarkt Level 10 und 200 Einkäufer müssen wir jetzt abschließen, dann können wir den ersten Kassierer machen.
das werden wir machen. Einfach aus einem ganz einfachen Grund. Wir können uns in aller Ruhe um das Logistische kümmern. Das ist angenehm. Ja, Lager kostet 800 Tacken und kommt bald noch. Lager ist hier, da. Kann man auch von außen sehen. Hier ist das Lagerbus. Sieht aktuell kleiner aus, als es ist. Zumindest von der Seite. Die